Die Löwenmarke bringt ein wahres Sportpaket in das hart umkämpfte C-Segment. Den neuen Peugeot 308 GTI aus dem Hause Peugeot Sport. Mit starken 272 PS und seinem 1,6 Liter Turbomotor ist der 308 GTI der stärkste 308 bei Peugeot. Schon die Front deutet eine aggressive Sportlichkeit an. Mit LED-Scheinwerfern und integriertem LED-Tagfahrlicht bringt der 308 seine Insassen sicher und stylisch durch den Alltag. Besonders der Kühlergrill wirkt sportlich aggressiv und schon im Stand schnell. Wir fuhren den 308 GTI mit der Sonderlackierung Coupe Franche. Das heißt, hier ist die Front in Ultimate Rot mit Perleffekt lackiert und das Heck in Perla Nera Schwarz Metallic. Im sportlich designten Innenraum steht das nun schon bekannte kleine Multifunktionslederlenkrad im Mittelpunkt. Je nach Fahrmodus wechselt die Farbe der Instrumentenbeschriftung von Rot auf Weiß. Und die üblichen Konnektivitätsapplikationen mit Navigation sorgen für zeitgemäßen Komfort. Der GTI ist ein braver Alltagswagen. Erst durch die Betätigung des Wählschalters für den Sportmodus wird er zur extremen Fahrmaschine. Die Heckscheibe und die hinteren Seitenscheiben sind stärker getönt als die vorderen. Auch die Felgen sind beim 308 GTI zweifarbig sportlich, in Schwarz und Rot erhältlich. Das Heck wirkt sehr neutral im Gegensatz zur sportlichen Front. Dennoch sind kleinere Details wie die chromverzierten Auspuffendrohre sportive Hingucker. Davon, dass der 308 GTI nicht nur im Alltag eine gute Figur macht, sondern auch auf der Rennstrecke eine angebrachte Leistung abliefert, konnten wir uns auf der Rennstrecke in Baden-Baden überzeugen. In bereits 6 Sekunden knackt er die 100 Stundenkilometer. Hier wurde deutlich, dass die Motorsportprofis im Hause Peugeot ganze Arbeit geleistet haben. Besonders hat uns das nur selten in dieser Klasse verbaute Torsendifferential überzeugt. Das Fahrverhalten ist agil und das Untersteuern nur sehr gering. Die Lenkung arbeitet zudem präzise und vermittelt eine gute Rückmeldung. Der Begriff GTI steht im internationalen Automobilbereich für Golf-GTI, aber auch für Peugeot-GTIs. Und dort gibt es ja etwas ganz Legendäres, nämlich den 205 GTI. Das ist mittlerweile 30 Jahre her, aber man möchte nun wieder nachlegen. Und man hat den 308 GTI nun hier mit 272 PS und einem Spurtvermögen von nur 6 Sekunden von 0 auf 100. 272 PS, da werden die einen oder anderen sagen, das ist schwierig, gerade bei einem frontgetriebenen Fahrzeug. Meistens kriegt man die Kraft nicht auf den Boden. Das ist richtig. Aber bei Peugeot hat man ein Torsendifferential an der Vorderachse verbaut und die Traktion funktioniert wirklich hervorragend. Also da muss man sagen, Chapeau. Wir haben den 308 GTI ausgestattet mit einem Torsendifferential. Das ist eine mechanische Lösung, um die Antriebskräfte besser zu verteilen. Der große Vorteil davon ist, dass man einfach eine bessere Gripverteilung zwischen den beiden Antriebsrädern hat. Spürbar wird das, wenn man aus Kurven heraus beschleunigt, wo dann andere Systeme, die elektronisch geregelt sind, die Leistung zurücknehmen, das Rad abbremsen, die Motorleistung zurücknehmen. Das findet bei uns alles nicht statt, sondern die Antriebskräfte werden optimal verteilt und Sie spüren das, dass Sie einfach deutlich besser aus der Kurve heraus beschleunigen können und gleichzeitig praktisch keine Antriebseinflüsse an der Vorderachse haben. Das ist ja auch so ein Problem bei Fronttrieblern, dass man manchmal Antriebseinflüsse spürt. Wenn Sie einen 308 GTI fahren, werden Sie merken, das ist praktisch nahezu frei von Antriebseinflüssen. Von der Charakteristik her ist der Motor so ausgelegt, dass er ein enorm hohes Drehmoment hat, 330 Newtonmeter. Das ist für einen 1,6 Liter Motor sehr, sehr viel. Und dieses hohe Drehmoment liegt über ein sehr breites Drehzahlband an. Das heißt, der Motor hat, wenn er gefordert wird, in allen Lebenslagen viel, viel Leistung. Und Sie können aber, wenn Sie wollen, auf der Landstraße sehr schaltfaul fahren und ganz entspannt unterwegs sein. Das Fahrzeug insgesamt hat einen Gesamtverbrauch von 6 Litern. Das ist heutzutage sehr, sehr wichtig, das zu nennen, auch wenn dieser immer nur rein theoretisch ist. Der Grundpreis von 34.950 Euro erscheint im Verhältnis zum Golf GTI recht hoch. Was soll das, wird man sagen. Betrachtet man aber mal die Ausstattungsliste, die serienmäßig verbauten Eigenschaften der Fahrzeuge oder die Möglichkeiten, die das Fahrzeug bietet, dann ist dieses Fahrzeug im Vergleich zum Golf GTI sogar 2.300 Euro günstiger. So gesehen ein Schnäppchen. Es ist kein Modell, um große Stückzahlen zu realisieren, sondern es ist ein Imageträger für uns. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein Imageträger, der auf die gesamte Modellreihe abstrahlt. Viele Menschen träumen von einem GTI. Und wenn sie sich den GTI nicht in die Garage stellen können oder wollen, dann kann man eben ein
kleineren, einen schwächer motorisierten 308 nehmen mit einer entsprechenden sportlichen Ausstattung und kann dann eben vom GTI träumen. Für den neuen 308 GTI stehen 6 Metallic- und Sonderfarben zur Wahl. Unter anderem ein Perlmutt-Weiß oder ein Blau-Magnetic-Metallic. Also alles in allem ein gutes Fahrzeug, ein interessantes Fahrzeug. Aber auch wenn das Segment klein ist und man nicht sehr viele Fahrzeuge auf den Straßen in Zukunft sehen wird, dieses Fahrzeug tut sicherlich was für das Image der Marke Peugeot.